Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich habe mir ein neues Laufband zugelegt. Das zeige ich jetzt. Und zwar habe ich ja Probleme mit dem Gehen der letzter Zeit. Und zwar liegt das daran, dass ich einfach zu viel sitze. Und deshalb habe ich ein Laufband gekauft. Ein Gehband eigentlich, genauer gesagt, um dann mehr zu gehen. Ich hoffe, dass dann auf diese Weise die Laufprobleme sich erübrigen und dann vielleicht weggehen durch Training, weil ich sitze einfach zu viel und ja, das muss ich abstellen. Und deshalb habe ich jetzt ein Laufband gekauft, um damit zu trainieren. Also ich habe das, wie man schon gesehen hat, vielleicht von Sporttech das Laufband F10 gekauft. Hat heute 328 gekostet. Das Laufband kam heute Morgen um 9:15 Uhr ungefähr mit DPD. Und ja, ich wohne auf der zweiten Etage und der hat mir das Gerät hochgebracht, den Karton. Ein junger, starker Mann, der hatte so eine Säckkarre und hat das auf einer Säckkarre das hochgeschafft. Ich war so begeistert, dass ich dir sogar gutes Trinkgeld gegeben habe, weil ich hatte schon mal Gedanken gemacht und Sorgen, wie ich das Gerät eventuell alleine von unten da irgendwie hochhiefe, auspacke und dann einzelne Teile. Aber das war nicht nötig. Immerhin ist das Gerät schwer und sperrig, das sind 30 Kilo ungefähr. War früher nicht die Welt, aber jetzt einmal, sag ich mal, in meinem Alter fällt mir das auch nicht mehr so leicht und ich hatte schon Mühe jetzt hier mit dem Auspacken, wie man sieht. Und ja, beim Auspacken habe ich mich dann also erstmal vertan. Ich hatte eine Seite da schon mal ausgeklappt, da stand er hier auf den Beinen, da habe ich den so hoch, stand er ein bisschen hoch auf der einen Seite, weil man kann den ja kippen. Und diese Kippvorrichtung, die habe ich da versehentlich ausgezogen und dadurch bekam ich die dann auch gar nicht mehr runter. Zuerst, bis ich dann dahinter gekommen bin, woran das lag und dann habe ich das nachher abgestellt, weil da liegt jetzt halt so eine Röhre auf der Hintergrund und da muss halt, die muss halt mittig sein, damit man das einklappen kann. Mit so einer Feder. Ja, also wie man sieht hier, jede Menge Karton, jede Menge Styropor und das muss auch erstmal alles, ja, man sieht, der Mann ist ein bisschen wackelig da auf den Beinen. Und ich konnte heute Morgen auch schlecht gehen, von daher muss man dann sehen, wie man damit zurechtkommt. Ne? Aber hat geklappt. Die Unterlage, ich hätte auch noch eine Sportunterlage gekauft, damit der Boden nicht kaputt geht. Für 45 Euro, auch von Sporttech. Die waren noch nicht da, aber die kamen dann erst später. Nachdem ich jetzt aufgebaut habe, hatte, dann kam dann auch die Matte. Die Sportmatte. Jetzt versuche ich da wieder das da reinzuziehen und so, aber ich bin da immer noch nicht durch. Also, jetzt geht es immer darum, da die Folie abzumachen und dann sieht man unten am Boden, da liegen auch noch die anderen Teile. Die müssen dann da drauf aufgeschraubt werden und so. Das kommt dann da gleich im anderen Zimmer. Das zeige ich aber jetzt hier nicht. Ich bin da am Auspacken hier. Das ist die Auspackenphase. Ja, mittlerweile habe ich jetzt schon 15 Minuten heute mit dem Gerät hier probiert und mit dem Gerät trainiert oder das ausprobiert, das getestet. Zweimal, einmal 15 Minuten und einmal 5 Minuten. Und ja. Ich bin erstaunt, wie schlecht ich in Form bin, wie schlecht meine Kondition ist. Also die 4 Kilometer, die überfordern mich schon. Also 4 Kilometer, das geht so schnell, da kriege ich gar nicht so rechtzeitig die Beine hoch zum Gehen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt im Alter liegt oder dass ich so abgebaut bin. Jedenfalls habe ich da schon große Probleme gehabt. Also bei
2,5 geht gut. Vielleicht geht auch noch 3, 3,5, muss ich mal sehen. Vielleicht mit der Zeit, dass man sich daran gewöhnt. Wird man mal sehen. Also für meinen Ergometer habe ich 10 Jahre gebraucht, bis ich das so in meinen Alltag integriert habe. Also das stand 10 Jahre rum und wurde nicht benutzt. Und erst, ja, jetzt wird das immer verschoben, gleich in das andere Zimmer. Und jetzt glaube ich, wird noch die Folie von unten abgezogen. Ja, da sind auch noch Teile, das ist jetzt die Bedienungsanleitung. Da liest der Mann erstmal nach, was er jetzt zu tun hat. Ja, jetzt baue ich das also auf. Das zeige ich nicht. War eigentlich problemlos, weil sind da nur 10 Schrauben. Das größte Problem war noch, dass man die unteren Schrauben nicht so schnell festziehen darf. Sonst kriegt man das oben nachher, da passt das nachher oben nicht. Das Gestell oben drauf. Da habe ich die wieder losgemacht unten etwas und dann ging es. Das hätte ich mal so sparen können. Und jetzt kommt erstmal der Test, kleine Test 5 Minuten. Und jetzt habe ich da unten ist der Einschalter. Also ich habe den jetzt den Strom angeschaltet und dann vorne ist so ein Notschalter. Damit schalte ich das Gerät immer ein und aus. Jetzt habe ich den neben meinem Ergometer stehen. Ist ein bisschen dunkel, hätte ich jetzt heute vielleicht die Beleuchtung anmachen können. Ich fange jetzt erstmal mit 1 an und dann schalte ich den gleich hoch. Und die Lautstärke hält sich erfreulicherweise in Grenzen. Also 1 bis 2,5 geht noch, kann man noch hören. Natürlich, wenn man nachher da auf höhere Stufen geht, dann wird er natürlich immer lauter. Aber für meine Bedürfnisse, sage ich mal, reicht das. Aber es ist ungewohnt, darauf zu gehen. Das ist irgendwie, man hat keinen Widerstand und man nimmt da natürlich auch nicht ab dadurch. Die Kalorien werden dadurch nicht verbrannt, das kann man vergessen. Weil man bewegt zwar die Beine, aber das ist mehr so, dass man die Gelenke so bewegt, aber mehr auch nicht. Das heißt, Gewicht und so, da tut sich kaum was. Der zeigt ja kaum Kalorien an, also wenn sie da 15 Minuten laufen oder so wie ich jetzt gehe, dann sind da gerade mal 9 Kalorien oder so weg. Also da kommt nichts bei rum. Oder man muss vielleicht da in einem Affentempo da fahren, aber das ist nicht mein Fall momentan. Ja, also Aufbau hat gut geklappt, die Anlieferung war super. Und Preis ist auch super. Gerät funktioniert einwandfrei. Matte ist auch da. Also, was will man mehr? Bin jetzt der stolze Besitzer eines Laufrades und ja, mein Dank gilt vor allen Dingen der Firma aus China, die das hergestellt hat, den chinesischen Arbeitern, die das da für geringe Löhne hergestellt haben. Da geht mein Dank an, dass sie mir jetzt ermöglichen, dass ich jetzt auch quasi zu einem Laufrad mehr ein Laufrad leisten kann. Und natürlich auch dann die Firma Sportech, die das Gerät hier importiert hat oder so, oder Zwischenhändler ist oder was auch immer, weiß ich nicht so genau. Und natürlich an die Firma DPD, die mir das geliefert hat. Ja, also das Gerät hat eine lange Lieferzeit, eine lange Lieferstrecke hinter sich. Wenn man denkt, aus China bis hierhin, das kostet einiges an CO2. Ich weiß nicht wie viel, aber allein der Transport und so. Und dann die Materialien da in China, die müssen ja auch alle erstmal für das Laufband da bis vor Ort gebracht werden. Und das sind natürlich auch CO2-Leistungen. Ja.
Also das Gehen ist so einfach. Damals. Aber natürlich weiß ich nicht, die Lauffläche reicht auch aus. Ich laufe ja barfuß, wie man sehen kann vielleicht. Und aber trotzdem ist es irgendwie, ja, es ist anders wie beim Gehen. Es ist auch anstrengend, man muss sich konzentrieren. Aber ich weiß nicht, ob man nachher mit der Ausdauer dann nachher auch so irgendwie träumen kann und weiter. Die drei Beine tragen einen dann weiter, wie man das so beim Spazierengehen macht. Und man ist dann eigentlich ganz woanders und man läuft und läuft und läuft, ne? Ob das hier auch so ist, weiß ich nicht. Was stört, ist natürlich manchmal so, dass man möchte manchmal etwas langsamer gehen, aber das Gerät macht stur seine Schrittgeschwindigkeit und wenn du zu langsam bist, dann fällst du hinten runter. Dann musst du also sehen, dass du schnell wieder gehst und das schläfst, damit du dann nicht darunter fällst. Und ja, ohne Gehen, ohne Festhalten habe ich noch gar nicht probiert. Also Festhalten geht eigentlich gut, ist auch für mich besser, weil ich noch ein bisschen wackelig auf den Beinen bin. Aber so freihändig weiß ich nicht. Außerdem stören dann auch so ein bisschen die Armlehnen, da diese Armgriffe, die sind ziemlich weit. Ziemlich weit vorne oder gehen ziemlich weit nach hinten, sodass man die Arme eigentlich nicht schlenkern kann, wie man das ja normal machen kann. Also ein Ersatz für richtiges Spazierengehen ist das nicht. Es ist mehr so, ja, es ist irgendwas anderes, was Neues, was Eigenes. Ja, jetzt sind wir auch langsam am Ende und ich auch, Leute. Also macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.